Ja, zum Thema Steckbriefaufgaben, Funktionen aufstellen oder Funktionsgleichungen aufstellen, modellieren, Rekonstruktion. So habe ich ja extra alles in die Playlist auch oben gepackt, damit ihr, wie auch immer ihr es gerade nennt, euch schnell zurechtfindet. Ich habe da ja alles drin in der Playlist, Ablauf, auch Beispiele. Und jetzt mal wieder so aus dem Text irgendwas. Da ist irgendwie ein, was weiß ich, ein besonderes Tool oder sonst irgendwas. Das sieht dann irgendwie so aus. Natürlich schön gerade dann bei euch in der Zeichnung. So ungefähr so kann man sich vorstellen. Also das soll das Tuch sein, was hier gerade ist, hier auch gerade, aber hier oben so geschwungen. Vielleicht erkennt man da schon den Verlauf so einer Polynomfunktion, ganz rationalen Funktion. Das kann irgendeine Funktion sein. Und jetzt habt ihr so gewisse Angaben, wie zum Beispiel, das soll alles gerade sein, irgendwie so, weiß ich nicht, 4 Meter, ein großes Tuch, das sind 2 Meter. Und dann haben wir hier, keine Ahnung, 5 Meter. Und hier haben wir auch 5 Meter. Und hier haben wir, was weiß ich, 4 Meter. Und dann brauchen wir noch irgendwas, vielleicht hier so. Bisschen hässlich. Dann ist dieses Stückchen hier 0,5 Meter. Und das Ganze 4,5 Meter. Sieht dann alles schlimm aus. Und ihr sollt dann erstmal eine mögliche Funktionsgleichung bestimmen. Jetzt muss man selber das Koordinatensystem wählen und am geschicktesten natürlich, muss jetzt eigentlich eine andere Farbe nehmen, aber ich hoffe, ihr kommt noch zurecht. Ich denke, kann man hier so sehen, das ist die X-Achse und hier macht man dann Y und dann hat man hier den Ursprung und dann steht da irgendwo dritten Grades, also wisst ihr schon, f von x, das wird dann im Text stehen, ax hoch 3 plus bx Quadrat plus cx plus d, offensichtlich keine Symmetrie, deshalb 1, 2, 3, 4 Unbekannte, also brauche ich auch 4 Bedingungen aus dem ganzen Zusammenhang. Hoch, Tiefpunkt, Wendepunkt ist offensichtlich nichts irgendwie markiert, aber 1, 2, 3, 4 markante Punkte, die ich entsprechend verwerten kann. Und jetzt geht man halt her. Hier sind wir von x aus gesehen, Minusbereich, Plusbereich, hier bei 0 und 4 nach oben. Also ist dieser Punkt P1 0/4, denn ein Punkt besteht ja immer aus x und y. Und so gehe ich dann durch. Der zweite Punkt ist 4, 5. Dann, jetzt muss man ein bisschen aufpassen, der hier ist bis hierhin sind es, also hier 4, dann wären ja das komplett 2, aber 0,5 weg. 1,5, 4 und 1,5 sind 5,5 vom x-Wert her und 4,5, bisschen geschmiert geschrieben, nach oben. Und der letzte ist dann eben 4 und 2 ist 6, 5 nach oben, also ist der hier 6, 5, was habe ich gesagt? So. Naja, und jetzt geht es eigentlich wie üblich weiter. Für alle, die jetzt aufschreien, macht doch zu Ende und alles. Das ist ja alles in der Playlist geklärt. Nur mal als Beispiel, wenn ich den hier verwerte, 0 für x einsetzen, also f von ich setze 0 ein. A mal 0 hoch 3 plus b mal 0, 0 hoch 2 ist immer schön, 0 einzusetzen. Denn was passiert? 0 mal irgendwas ist ja weg. Bleibt d gleich y-Wert, es soll 4 rauskommen, also habt ihr d gleich 4 raus. Jetzt x und y, da hätten wir f von ich setze 4 ein, also a mal 4 hoch 3 plus b mal 4 hoch 2 plus c mal 4 plus d habe ich ja schon rausgefunden, ist 4 gleich, es soll 5 rauskommen. Hier habt ihr keine Möglichkeit nach a, b oder c umzustellen, um was rauszukriegen. Dafür braucht ihr ja noch diese beiden Bedingungen und könnt dann entweder mit Taschenrechner arbeiten. Oder entsprechend dann, das wäre die erste Gleichung, die zweite, dann kommt noch die dritte. Oder ihr schreibt römisch 1, 2, 3, lasst euch von sowas nicht verwirren. Oder ihr habt am Ende Strich und müsst mit Gauß-Algorithmus lösen oder wie auch immer. Aber
das könnt ihr auch in der entsprechenden Playlist dann nachschauen. Gleichungssysteme lösen mit Gauss-Algorithmus. Das muss jetzt nicht hier runtergerechnet werden. Es ging ja um den Ansatz, dass ihr euch die Aufgabenstellung schnappt, packt und dann ganz easy da durchkommt.